Ein neuer Patch kommt, beziehungsweise ist gekommen, sprich es kommt noch, aber es ist noch nicht richtig drauf. Aber auf jeden Fall schauen wir uns heute einmal gemeinsam zusammen den Patch an, also zwei Patche. Ja, einer kommt noch, der andere ist schon draußen und zwar Update 6.1.5 und danach die Entwicklernotiz Verbesserung in der Welt Arena. Ich habe schon drüber geguckt, aber... Naja, wir fangen einfach mit dem Update 1.6.1.5 an. Ne? Fangen wir mal ganz simpel an. Im Großen und Ganzen hat sich hier nicht so viel verändert. Eigentlich nur, dass die Runenverwaltung während des Kampfes im Riftrate ein bisschen angepasst wurde. Das ist ganz cool. Runenverwaltung, du kannst jetzt mit der temporären Gravur fortfahren, die zuvor in Bearbeitung war. Okay, das Tutorial Guide im Wald der Gären wurde bearbeitet, super. Dann halt die Struktur in Google, bla bla bla. Fehlerbehebung wurde geändert. Und die Sonderliga mit der Regel normaler Kampf beginnt mit dem implementierten verbesserten Siegespunktesystem. Was dazu kommt noch in... gleich in der Weltarena Verbesserungsnotiz, da kommt es nochmal ein bisschen genauer in Vorschein, was damit gemeint ist. Verbesserung, Beschwörungspakete, bla bla bla. Eigentlich nichts Weltbewegendes, außer dass die Spezialpakete und die antike Transzendenz halt ein bisschen verlängert wurde. Das ist eigentlich ganz nett für Leute, die halt eventuell, keine Ahnung, erst nächstes Jahr sich das eventuell noch gönnen wollen. Wobei, es gibt da eine Alternative, es ein bisschen günstiger zu machen, werde es aber jetzt nicht sagen, weil ich... Naja, ne? Ist halt so. So, also, ich muss sagen, auf einer Seite ist es cool. Auf einer anderen Seite denke ich nicht, dass es überhaupt was ändern wird. Also, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Wir schauen es nochmal gemeinsam an. Ja? Okay, hallo von Summoners War Entwicklerteam. Wir haben noch eine weitere Entwicklernotiz vor Ende 2020 vorbereitet, um die Verbesserung in der Weltarena zu sprechen, die 2021 beginnen wird. Wir hoffen, dass diese Verbesserung mehr Beschwörer dazu ermutigen wird, in der Weltarena zu spielen. Wir werden dich durch die Verbesserung führen, die wir entwickeln, also lies bitte unten für mehr Informationen. Also so gesehen wollen die eigentlich nur, dass mehr Leute die Weltarena spielen. Das ist so Punkt 1. Ja? Also es ist weder irgendwie groß was angesprochen worden bezüglich Farmern oder sonst was. Also keine wirkliche Verbesserung, sagen wir es mal so. Ja, okay, fangen wir mal weiter an. Änderung der Regel für den Siegespunktabzug. Die Anzahl der Siegespunkte, die durch das Verlieren bei einem Kämpfer oder darunter abgezogen werden, wird verringert. Ja, sprich, es ist nur ab Kämpfer 2 der Fall. Ja, alles darüber zählt dazu nicht. Also alles nur ab F2. Ja. So, die Änderungen beim Abzug von Siegespunkten bei einer Niederlage basierend auf demselben Grad sind wie folgt. Vorher 15, 13, 10, 8, 6, 4, also nicht mehr wirklich viele Punkte, die abgezogen werden. Und hier ein Beispiel. Ja, Abkämpfer 3, Spieler A, Sieg mit 1250 Punkte. Siegespunkte des Resultats, 1265 Punkte, kriegt plus 15. Und Spieler B, Niederlage mit demselben Punkten, kriegt 15 abgezogen. Das ist ab 3, ja, Kämpfer 3, das spricht, da packt das System ja nicht mehr. Es ist ja nur unter Kämpfer 3. Herausforderer 2, also es ist Bronze 2. Spieler A, Sieg, 1030 Punkte, kriegt 15 Punkte gutgeschrieben. Der Spieler B, der die Niederlage kassiert hat, minus 6 Punkte. Ist fein, wenn man es normal sieht. Ja, wenn man es normal sieht, ist es ganz cool, weil man einfach nicht mehr so im Hard Struggle ist, vor allem was F-Bereich angeht. Das ist ja fein. Ja, F-Bereich sage ich hier im Herausforderer. Wie oben, für Kämpfer 3 variiert der besiegte Spieler die gleichen Punkte wie vorher, aber für Herausforderer 2 hat sich die Anzahl der Punkte, der die besiegten Spieler verliert, verringert. Mit dieser Änderung wird es einfacher sein, Punkte in einem niedrigen Grad zu sammeln. Wir hoffen, dass mein Beschwörer die Inhalte der Weltarena... Ey, das ist schön, dass sie direkt nochmal noch ein Patch für Pharma raushauen. Finde ich echt super, ey. Das ist klasse. Super, toll. Bin stolz auf euch. Ja, dass sie jetzt noch mehr für Pharma machen. Finde ich toll. Ist super geil gelöst, Mann. Ja. Ist echt... Krieg von mir einen Daumen nach oben, das System. Auf jeden Fall. Ist echt... Das ist toll. Weil, was ist das? Was ist das? Das ist für... Nicht nur das, sondern das, was jetzt gleich noch kommt. Ja. Das ist für Pharma gemacht. Das ist für die China-Pharma gemacht. Das ist genau das, was die wollen. Das ist das Problem, ja. Ist es schön, dass man jetzt im Herausforderer-Modus, wenn du jetzt auf den Pharma triffst, du kriegst nicht so viele Punkte Abzug.
Ja, du kriegst nicht mehr satte 15 Punkte Abzug, du kriegst jetzt nur noch 6. Das ist ja fein. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie da unten rumgurken werden. Und das stört mich. Ich meine, dieser Patch ist nicht dafür gemacht, aber irgendwie ist er ja doch dafür gemacht, aber mehr auf die Seite, dass sie trotzdem das Ganze beibelassen. Neuer Season-Inhalt Errungenschaften. Ab Weltarena Season 16 werden neue Errungenschaften hinzugefügt, bei denen du Medaillen durch das Spielen in der Weltarena erhalten kannst. Das Menü für die Season-Errungenschaften kann über den Ladebildschirm in der Lobby Weltarena aufgerufen werden. Ja gut, ein kleines Errungenschaftssystem, das ist ganz cool, das macht den Farmern auch wieder schön Spaß. Ja, sprich also, du kriegst zusätzliche Medaillen, wenn du ein paar Errungenschaften machst. Das ist ganz cool, ja, das ist für Leute, die wirklich Interesse an Weltarena haben und ein bisschen, also nicht farmen, ja, sondern wirklich mal normal spielen, ganz nett. Das Problem ist aber, selbst das kriegst du, wenn du farmst, ja, hier unten, okay, die Erhöhung für die jeweilige Level, das ist so ein bisschen, erreiche einen Grad in der Weltarena, das ist ein bisschen, vielleicht der einzige kleine Anreiz, ein bisschen höher zu spielen, aber das Ding ist, es ist Season-abhängig, ja, sprich, das hier bleibt eine ganze Season, sprich, auch wenn du unten im Herausforderer-Modus rumgurkst für einen Monat und dich dann irgendwann hochspielst auf G, macht das keinen Unterschied, wisst ihr, was ich meine, das macht einfach keinen Unterschied, das ist das Ding. Aus Errungenschaften, die durch kontinuierliches Spielen abgeschlossen werden können. Auch wenn du nicht viele Begegnungen gespielt hast, kannst du Errungenschaften erreichen und Belohnungen erhalten, wenn du kontinuierlich in der Weltarena spielst. Yay. Die Errungenschaften verlaufen beispielsweise wie folgt, wenn du einen bestimmten Grad in der Weltarena erreichst. Ja, dieser erreicht ist ja schön und gut, aber es ist, hier steht das glaube ich gleich irgendwo unten noch, das ist seasonabhängig, das ist nicht wöchentlich oder so. Ja, das ist das Ding. Und das, selbst wenn... Ja, 150 Medaillen, das sind, glaube ich, wie viel sind das? Ich muss das mal grob rechnen. Ja, man hat 30 Wings. Ja, du kriegst einfach, wenn du farmst, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, wie gesagt, Zahlen sind überhaupt nicht mein Ding, 360 Punkte, wenn du täglich deine 30 Wings und immer einen Sieg holst. Als Farmer mit G-Spieler im Herausforderer, ist das da mit den 550, auch wenn das wöchentlich wäre, kein Ausgleich. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst die Errungenschaften und die Belohnungen durch das Erreichen des Grades jederzeit während der Season abschließen. Das heißt, du musst die Season nicht mit dem Grad beenden. Wir hoffen, dass diese Errungenschaft eine weitere Motivation für dich sein wird, während der Season einen höheren Grad zu erreichen, da es mehr Belohnungen für das Erreichen höherer Grade zu sammeln gibt. Nicht wirklich, ganz ehrlich, nicht wirklich. Die Season-Erfolge werden zu Beginn jeder Season zurückgesetzt. Genau, das wird nämlich nur jeder Season zurückgesetzt. Mit dieser neuen Errungenschaft wirst du in der Lage sein, Belohnungen durch verschiedene Spiele zu erhalten. Wir hoffen, dass diese eine neue Errungenschaft des Beschwörer der Möglichkeit bietet, die Weltarena mit Spaß und weniger Belastung zu spielen. Mhm. Neue Belohnung für Season-Abschluss. Es werden Medaillen als Season-Belohnung hinzugefügt, die mit... Ja, das ist ganz cool, aber das ändert auch wieder nichts an Farmer. Ja, also grob gesagt ist es cool, das gefällt mir ganz gut. Ja, du kriegst jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel C1 erreiche, kriege ich zusätzlich nochmal 450 Medaillen dazu. Das ist cool, ja, das ist cool, das gefällt mir. Aber das Ding ist halt auch, ist, wie gesagt, es ändert nichts im Großen und Ganzen. Ja, weil einfach 450, also naja, die ganzen Farmer, die spielen die letzte Woche hoch und kriegen trotzdem ihre 600. Oder eventuell 550, je nachdem wie es läuft, ja. Wow. Toll. Neue Items und Preisveränderungen im Shop der Weltarena. Das ist auch ganz cool, ja. Die folgenden Items werden im Shop der Weltarena hinzugefügt. Sprich, man kann jetzt legendäre Beschwörungsstücke mal 10 für 80 Medaillen, 10 mal im Monat. LD-Beschwörungsstücke mal 10, 120, 5 mal im Monat und eine legendäre Runenkiste einmal. Also eine Runenkiste mal 1, ich glaube, das ist dieselbe, die man auch im GK sich holen kann. 5 mal im Monat, ansonsten wird ein bisschen was angepasst, was die MS und Attributstreuung angeht. Ja, wow. Also im Großen und Ganzen, allein das hier, ne, dieses Neues, also hier diese legendäre LD und die legendären Kiste, das ist schon mal für die Farmer wieder Gold wert. Ja, also da, die können jetzt sich neben den Wings auch noch mehr beglücken, wenn sie farmen. Ja. Und das war es eigentlich groß. Also hier unten ist jetzt nur noch, dass sie das testen wollen. Dazu kommt halt nochmal normaler Sonderliga-Kampf, also ganz normaler, wie wir ihn kennen, zwischen den 17. und den 18., also nicht mal wirklich lange. Ah ne, das ist die Auswertung, 4. Januar bis zum 17. und die Weltarena Season 16 fängt am 18. Januar regulär dann an.
ist ja ganz nett. Aber im Großen und Ganzen, ich muss sagen, also es sind nette Veränderungen bei, wenn man es normal spielt, ja. Also zum Beispiel das hier finde ich ganz cool. Genauso aber auch wie das hier, das finde ich auch mega stark. Ja, das ist ganz cool gelöst. Oder hier das hier, das finde ich auch cool. Ja, einfach mal ein bisschen mehr Medaillen in den Hintern geschoben zu bekommen. Das Große und Ganze ist aber, es ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich, in meinen Augen, wie gesagt, es kann sein, vielleicht habe ich was falsch verstanden oder vielleicht ist es auch ganz anders. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Aber für mich ist es einfach, die Farmer freuen sich darüber noch mehr als jetzt schon. Also das ist finde ich schade. Ne? Also da hauen die jetzt mal hier eine Verbesserung in der Weltarena raus, die aber in meinen Augen einfach nichts bringt bezüglich den Farmern. Und der Farmer, finde ich, ist für mich das Schlimmste. Es ist einfach so, das darf nicht sein. Und da hätten die jetzt die Chance gehabt. Aber für mich ist es einfach so wie ich es verstehe, kommt es den Farmern einfach noch besser zugute. Die haben einfach mehr Auswahl, die kriegen mehr Medaillen und sonst was, ja. Ich meine, das Einzige, was sich im Positiven geändert hat, ist das hier, dass ein Herausforderer ab F2, also ab F2 abwärts, nur noch 6 Punkte verliert gegen einen Farmer. Sprich, dass der Farmer halt ein bisschen schwieriger hat, es runterzuspielen. Ja, aber man kann auch sich einfach denken, ja, dann farme ich einfach im F2, F3 Bereich. Macht keinen Unterschied. Ja. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, also statt einfach eventuell die Medaillen im Herausforderer runterzusetzen oder eine Weekly-Belohnung zu machen. Eine wöchentliche Belohnung, die nicht um, also Medaillen, ja, aber zusätzliche Belohnung wöchentlich, keine Ahnung, MS, Attributscroll, irgendwas, was Latte die Hose ist. Irgendwas oder ein Devilmon meinetwegen, wenn man wöchentlich F3 ist oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Ja, einfach damit diese Farmer einen Ehrgeiz haben, nicht mehr in den Kämpfern oder Herausforderer-Rang rumzugimpen. Ja, einfach nur, dass die einfach den Anreiz haben, ab C1 aufwärts zu spielen. Einfach da, wo sie hingehören. Das verstehe ich nicht. Warum machen die das nicht? Warum nicht? Ja, die hauen doch sonst auch für jeden, der über G spielt, sonst welche Belohnungen raus. Da ist das doch nicht so schwer, hier einfach mal ein paar Zusatzbelohnungen rauszuhauen. Legendäre Schriftrolle, Devilmon, Aufwertungssteine. Müssen ja nicht die mega Anzahl sein. Kann ja einfach vom Wächter 1, einer bis 3 sein oder so. Einfach wöchentlich. Ich meine, klar, das ist ein bisschen für die, die halt wirklich hochspielen, geil, weil sie einfach nochmal eine bessere Belohnung zusätzlich bekommen. Aber mir geht es einfach nur darum, diese Farmer da rauszubekommen. Ja, aber das wird safe bleiben. Ja, und das ist schade. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich mal sehr interessieren. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, dann könnt ihr mich gerne korrigieren oder so. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.